ihr Lieben, mein Name ist Marian Schauten von Flowers bei Schauten und das Wetter lässt es wieder zu, dass wir draußen filmen und ich habe euch ja gesagt, dass wir noch ein Special Video machen diese Woche und dafür habe ich Special Guests und das sind unsere Azubis aus dem zweiten Lehrjahr. Wir haben einmal die Theresa und da haben wir einmal die Evelyn. Und ihr unterstützt mich nicht, ihr macht heute ein Video, weil ihr gerne ein Werkstück fertigen möchtet, weil ihr euch hiermit bewirbt bei den Jungwilden von Florup für die Meisterschaft der Azubis 2018 in Berlin. Genau. Danke. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis das saß. Und erzählt doch mal, was ihr hier Schönes vorbereitet habt. Genau, wir machen heute ein ganz großes Gesteck in Konterbunt, weil das Wetter auch so toll ist heute, für eine Cocktailbar, damit die Cocktailbar auch sehr bunt aussieht. Okay, und deswegen habt ihr auch, das weiß ich, bunte Blumen mitgebracht. Und ich würde sagen, ich überlasse euch mal einfach die Show. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Vielleicht, dass ich hier und da nochmal dazwischen quatsche. Mal schauen. Ja. Wir haben hier, genau wie Marian schon sagte, schöne Blumen mitgebracht, zum Beispiel die Gloriosen hier vorne, Trommelschlägel in so einem Bananengelbton, dann haben wir hier schöne Zulosien mit so einem orangenen Ton, eine Korallenblume haben wir mitgebracht in so einem roten Ton. Genau, und dann haben wir nochmal Früchte, die das Tropische unterstützen und Früchte kommen natürlich auch in Cocktails und deswegen die Ananas und die Zitronen. Sehr cool. Dann würde ich sagen, leg mal los. Ja. Zuerst werden wir starten mit der Ananas, dass wir eine Art Basis haben. Die eine setzen wir hier hin und die andere da. Danach kommen die Pfingstrosen. Hier setzen wir eine rein und hier kommen dann zwei in der Gruppe. Und dann werden wir anfangen mit dem schönen Rittersporn hier, den setzen wir auch parallel hier so ran. Genau. Und ihr habt die Blätter alle abgemacht. Ich falle euch mal eben ins Wort. Genau. Hat das irgendwie einen Grund? Ja, damit die Farben besser rauskommen. Damit es ein richtiges Colorblocking wird und nicht mit dem Grün unterbrochen wird. Sehr cool. Ich würde sagen, was ist noch mit dem Vogel? Hat die Ananas einen Vogel oder? Nee, das Tropische. Das ist ein Kolibri, oh, der kommt sehr hier auch. Schön. Und die kommen aus den Tropen und dass wir dann so ein bisschen das Tropische wieder haben. Tauben würden auch nicht passen. Nee. Ja gut, dann leg mal los. Marion? Ja? Ihr habt da schön, da diesen schönen Bambus. Können wir den nicht da lieber mit reinmachen? Der sieht viel besser da drin aus. Meine Eltern werden sich freuen, dass wir den Garten plündern. Komm, ich schneide euch eben was ab. Jetzt habe ich auch noch Action. Sehr, sehr geil. Ob das so gut ist für den Bambus, weiß ich nicht. Aber für die Mädels tun wir alles. So, schauen wir mal. Wie viel braucht ihr ungefähr? Ja? Gut. Dann ist der Bambus aufgeschnitten. So, bitteschön. Vielen Dank. Die Schere. Damit wir weiterarbeiten können. Wir am Ende, oder? Ja, genau. Wir stecken da jetzt noch kleine Schirmchen rein für die Cocktails. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Und ja, also ich finde es echt geil geworden, was man alles so machen kann als Floristin. Ja, ich finde auch auf jeden Fall, wir haben was Schönes kreiert. Wir haben zum Beispiel, damit ein bisschen Ruhe mit reinkommt, haben wir hier eine schöne Gruppe mit den Rosen und mit den Zylosien kreiert. Oder hier vorne dieses Grünliche mit der Zitrone und mit den Nelken.
Genau, bringt ein bisschen Ruhe rein in das Color-Blocking-Gesteck. Genau. Ja, was jetzt noch fehlt, sind die schönen Gloriosen, die es ein bisschen aufwerten und die stecken wir jetzt rein. Genau, das i-Tüpfelchen. Hat es euch Spaß gemacht? Ja, natürlich. Ihr seid voll konzentriert. Das sehe ich gerne. Ist auch mal schön, hinter der Kamera zu stehen. Das glaube ich. Beim nächsten Mal filme ich auch, wenn ich darf, vom Kameramann. Fehlen noch ja. Die Vögel. Denn nicht wir haben einen Vogel, sondern das Gesteck. Das allerletzte Teil kommt dran. Cool. Das kleine i-Tüpfelchen. Total süß. Ich bin begeistert von meinen Mädels, von meinen Azubis. Danke, danke. Das könnt ihr ja schon fast als Abschlussprüfung hier machen. Total cool. Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Mir hat es wirklich mega viel Spaß gemacht, weil ich finde es auch total toll, dass ihr dies selber ausgearbeitet habt und ihr mit der Idee kamt mit Cocktails und ihr habt ein cooles Konzept überlegt. Und damit ihr auch was davon habt, ich meine, so ein großes Gesteck stellt man sich nicht mal eben hin. Habt ihr noch was anderes vorbereitet? Genau, das ist eine. Lass mal raus. Wassermelone. Ausgehöhlt und mit Steckmusi gefüllt. Sehr cool. Und Blumen. Genau, Blumen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal einmal so ein bisschen Cocktail in so einer Wassermelone. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne liken, auch ihr beiden. Natürlich. Und schreibt doch bitte in den Kommentaren, was ihr von dem tollen Gesteck haltet. Und für alle, die noch nicht wissen, was sie gerne machen wollen, und vielleicht eine Ausbildung oder was Kreatives, dann ist vielleicht Florist das Richtige. Wir bilden aus, schon seit vielen, vielen Jahren. Bewerbt euch bei euch, bewerbt euch bei uns! Oder macht es keinen Spaß bei uns? Doch, doch, auf jeden Fall. Sehr gut, okay. Würden wir ja nicht so was Cooles machen. Ja, dann könnt ihr mal sehen. Wir sind raus, ciao! Tschüss! We bop and hippity hop, and as happy as I can be. Whoa, whoa, boom, boom, and as hippity zoom. Love is sweet, love is grand, works one. We bop and hippity hop, I'll never be a millionaire. Whoa, whoa, boom, boom, and as hippity zoom. I'm in love, I'm in love, I'm in love. I don't care. Zuschauen möchtet und noch Lust und Zeit habt für ein Video, dann klickt einfach hier unten. Und wenn ihr noch kein Abo habt, ich hoffe, ihr beiden habt ein Abo, dann klickt ihr einfach hier oben.